Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr da seid. Ich habe das Video bisher noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber man hat mir einiges erzählt, ungefähr, was da jetzt vorkommen wird. Also einige Sachen weiß ich schon, aber ich weiß nicht viel. Das ist das Video und da können wir eigentlich schon mal direkt anfangen, inshallah. Okay. Und das gibt mir das Recht, diesen Menschen zu beleidigen. Das Allerhärteste war jetzt von meinem Vater die eine Morddrohung. Damals hat er mir gesagt, wenn ich jemals einen deutschen Mann heirate, dann wird er mich umbringen. Du sollst das Kopftuch tragen, sonst wirst du in der Hölle in deinen Haaren aufgehängt, sonst wirst du von Männern sexuell belästigt. Sie ist Schiitin. Das hat er mir gesagt, wenn ich jemals einen deutschen Mann heirate, dann wird er mich umbringen. Du sollst das Kopftuch tragen, Schiitin. Sonst wirst du in der Hölle in deinen Haaren aufgehängt. Was steht hier? Lebeik, ja? Ja, irgendwas, das ist... Das sind Schiiten. Also ist nicht unwesentlich, muss ich schon sagen. Es ist schon wichtig, zwar für die Mehrheit, die sich das anschaut, ist es vollkommen egal, ob es Sunniten sind oder ob das Schiiten sind, aber das sind Schiiten. Und das spielt eine große Rolle, weil der Islam, der jetzt dort praktiziert wird, ist nicht das, was die Mehrheit praktiziert. Und deshalb entfällt eigentlich schon, was er sagt ganz am Anfang. Und zwar, heute reden wir über den Islam. Das hat er gesagt. Aber er kann nicht über den Islam reden, weil die Schiiten nicht Repräsentanten für den Islam sind, sondern sind eine Auslegung vom Islam. So, das ist wiederum, das ist wieder nochmal dieses VYY-Kollektiv, wieder diese schlecht recherchierte. Sie ist Schiiten, das sieht man hier eindeutig. Gut, das spielt eine große Rolle. Ich bewerte jetzt nicht, ich sage nicht schlechter oder besser oder so. Ich sage nur, es spielt eine große Rolle, das muss erwähnt werden und sonst geht das in eine unschöne Richtung. Das müssen wir erstmal festhalten. Tut mir leid, dass ich schon am Anfang schon so früh schon stoppen musste, aber gut. Sonst wirst du von Männern sexuell belästigt. Warum tragen denn Männer kein Kopftuch? Warum verteidigen sie nicht ihr Kopftuch? Warum ist diese Hürde mir auferlegt worden? Du kannst doch machen, was du willst. Keiner zwingt dich dazu, Muslim zu sein. Es geht doch hier darum, zu erklären, warum ich aus dem Islam ausgetreten bin. Und das sind... Ich bin doch glücklich, dass sie... Du bist unglücklich, aber warum willst du jetzt meine Religion, mit der ich glücklich bin, ändern für mich? Ich ändere sie nicht, das habe ich ja auch nie gesagt. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und wir werden heute über... Das Intro ist auch ein bisschen irreführend, dass so, wenn man schon so ins Video einsteigt. Das Argument von Islam ist jetzt nicht so blendend, sag ich mal. Ich glaube, er hat bessere Argumente jetzt über 30 Minuten gebracht, aber naja gut, ob man das jetzt unbedingt direkt reinschneiden muss, lassen wir mal offen. Über den Islam sprechen. Meine heutigen Gäste haben mit dieser Religion ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass sie heute ihre eigene Meinung und persönliche Erlebnisse mit uns teilen werden. Zum einen werde ich heute auf Isam treffen. Isam ist gläubiger Muslim und war in seiner Jugend fast jeden Tag in der Moschee. Heute ist er sehr aktiv in den sozialen Medien und möchte dort Menschen seinen Glauben näher bringen. Und ich treffe auf Zeynep. Zeynep wurde streng religiös erzogen und musste sich in ihrer Jugend an viele Regeln halten. Sie begann ihren Glauben zu hinterfragen und verliebte sich in einen nicht-muslimischen Mann. Zeynep kehrte dem Islam und ihrer eigenen Familie den Rücken und die Streitigkeiten gingen. Ich meine, sehr Zeynep. Trägt einen Schiitenkopf durch, hat Lebeik irgendwas. Also es ist nicht unwesentlich. Tut mir leid, das muss erwähnt werden. Ja, das muss schon erwähnt werden. So weit, dass ihr eigener Vater damit drohte, sie umzubringen. Hallöchen. Hi. Ihr beiden, grüß euch. Alles klar soweit? Ja, bei dir? Doch. Und bei dir auch? Auch ganz gut, danke schön. Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir werden über Religion sprechen. Da gibt es verschiedene Meinungen. Und ich bin auch auf die Meinung der Zuschauer gespannt. Also schreibt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Ihr wusstet ungefähr, worauf ihr euch heute einlasst. Aber habt euch vorher, glaube ich, noch nicht getroffen oder aussprechen können. Deshalb machen wir das heute. Was liegt dir so auf der Seele? Warum bist du heute hier? Worüber willst du reden? Gerne das Gespräch führen erstmal. Für mich wäre das interessant, jemand, der in der Religion war und jetzt raus ist, was die Gründe zum Beispiel sind, das finde ich sehr, sehr interessant, um zu verstehen oder vielleicht auch aufzuklären, wo vielleicht hier und da was falsch läuft. Das kann natürlich passieren, auch innerhalb der Religion. Okay, wie sieht es bei dir aus? Worüber möchtest du heute sprechen? Über die Situation von Ex-Muslimen in Deutschland, auch international. Und warum wir eben so viele Probleme im Islam haben, sei es Frauenfeindlichkeit, Homophobie. Die startet schon direkt, also schon auswendig gelernt und direkt. Und so weiter. Okay, krass. Ja, vielleicht hast du da auch eigene Sachen erlebt. Da bin ich total gespannt. Ganz wichtig ist, ihr sitzt heute nicht als Repräsentanten hier. Das muss man den Zuschauern auch nochmal sagen. Weder Isam ist irgendwie der Muslim und so sind alle und so denken alle, sondern er spricht für sich aus seiner Position und Zeynep genauso für sich. Und mich würde es jetzt als allererstes interessieren, warum du
ausgetreten bist. Also wie, du warst ja erst drin, wie bist du reingekommen? Religiös bin ich überhaupt erst geworden, mit ungefähr 13 Jahre alt. Dort habe ich meine Familie im Libanon besucht und mir wurde dann immer wieder Libanon, auch ein Stichwort. Wieder gezeigt, dass meine Lebensweise falsch ist und damit ich auch in die Hölle kommen würde. Also mein Vater ist religiös, meine Mutter eher nicht und meine Eltern sind geschieden. Ich bin in dieser konservativen Gesellschaft aufgewachsen, aber an Festen haben wir natürlich da uns mit der Religion auseinandergesetzt und so weiter. Es gab auch immer mehrere Versuche, dass ich das Kopftuch anziehen soll zum Beispiel. Und ich habe mich in jungen Jahren immer dagegen gewehrt und habe meine Zeit einfach draußen verbracht, wie man das als Kind eigentlich tut. Und mit 13... Nö, als Kind verbringt man nicht seine Zeit eigentlich draußen, würde ich mal so behaupten. Dann hatte ich das Gefühl, jetzt verstehe ich langsam die Welt und meine Familie erklärt mir gerade, dass ich mit diesen Verhaltensweisen in die Hölle kommen würde. Und aus großer Angst habe ich dann mich damit auseinandergesetzt, wie ich mich zu kleiden habe, was ich essen darf, weil damals habe ich auch nicht darauf geachtet, im Halal zu essen. Und ich habe darauf geachtet, dass ich Männern zum Beispiel nicht mehr die Hand gebe. Und nach haben mich dann viele Dinge gestört. Sei es zum Beispiel, dass der Frau es nicht erlaubt ist, sich scheiden zu lassen. Das ist ein ganz großes Problem. Okay, ein bisschen googeln, hättest du auch eine Antwort bekommen eigentlich. Man kann sowas nicht einfach behaupten. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen. Das ist nicht mal, da muss ich mal schäfer, einfach ein bisschen googeln, glaube ich. Wie sieht das aus mit Himmel und Hölle oder wie läuft das in deinem Kopf ab? Also ich finde es immer falsch, wenn man vor allem mit den negativen Sachen sozusagen mit der Hölle dann droht, ne? Indem man zum Beispiel sagt, wenn du dies und jenes nicht tust, du kommst in die Hölle. Man kann das immer besser und positiver darstellen, indem man sagt, wenn du gewisse Dinge tust, kommst du in... Ich muss aber sagen, also ich hatte vorher Gespräche mit Issam. Issam wusste nicht, mit wem er sprechen wird. Also er wusste nicht, wer diese Person ist. Er hatte nicht die Möglichkeit, sich vorher vorzubereiten oder so. Das hatte er alles nicht. Er kam, da sahen sie sich zum ersten Mal. Das ist, was Issam mir sagt. Das kann er später nochmal selbst auch sagen. Ins Paradies erst einmal. Also ich finde diese Art und Weise der Erziehung sowieso nicht richtig. Es gibt natürlich gewisse Menschen, die reagieren auf Angst, was auch immer. Man kann sie damit überzeugen, aber ich bin kein Fan davon, dass man das macht. Also ich bin eher dafür, dass man sagt, wenn du gewisse Dinge unterlässt, dann liebt dich Gott nicht, anstatt er hasst dich. Okay, ja, das klingt schon viel positiver. Aber welche Rolle spielt denn der Glauben in deinem Leben? Das würde mich interessieren. Der ist omnivalent. Also ich bin ein Kind der Moschee so ungefähr. Also ich bin in der Moschee aufgewachsen und habe meine Jugend in der Moschee verbracht. Gleichzeitig hatte ich halt neben meinen muslimischen Freunden auch nicht-muslimische Freunde. Ich habe mehr als Jahrzehnte Fußball gespielt. Also ich bin Lehrer und habe dann auch gewisse Erfahrungen natürlich mit verschiedensten Religionen, verschiedensten Kulturen, verschiedensten Nationen und auch Ansichten. Und ich glaube, dass das halt falsch ist, wenn man sich jetzt nur in einer Sphäre bewegt, vor allem wenn man in Deutschland ist, ne? Sonst entstehen ja diese Parallelgesellschaften. Und ich glaube, genau das brauchen wir mehr, dass Leute eben so vielleicht aufwachsen, wie ich es zum Glück konnte, dass ich eben mit vielen verschiedenen Nationen, Kulturen und Religionen halt Berührungspunkte hatte und somit dann auch viele Vorurteile einfach von alleine schon während der Jugend verschwinden. Also wenn man sich das Wort Islam an sich anschaut, dann wird man merken, dass es Ergebung heißt, Hingabe. Das heißt, man gibt sich im Endeffekt Allah, also Gott, hin. Und der Islam gibt mir aber auch gleichzeitig einen Lebensfaden vor, ungefähr, wie ich leben könnte oder sollte, aber nicht muss. Das heißt, ich selbst entscheide mich dafür, ob ich das mache oder nicht. Wenn ich ein guter Muslim sein möchte, dann versuche ich das so gut wie möglich einzuhalten. Und ich merke im Laufe meines Lebens, je mehr ich versuche, die Sachen einzuhalten, desto glücklicher bin ich. Und ich habe auch gemerkt, dass viele unter den Jugendlichen und auch Kinder, dass sie oftmals einen falschen Islam beigebracht bekommen von den Eltern, aufgrund von was auch immer. Ne? Die Eltern haben einen Hintergrund, sie glauben, ich habe das von meinem Urgroßvater so gelernt, das muss dann richtig sein und dann geben sie den Islam so weiter. Und wir haben halt viele Jugendliche in Deutschland, wenn es zum Beispiel um Homophobie geht, dass sie einfach denken so, okay, Homophobie ist im Islam, also homosexuell sein und ausleben ist verboten und das gibt mir das Recht, diesen Menschen zu beleidigen zum Beispiel. Und das stimmt ja gar nicht. Ist es verboten? Das auszuleben ist im Islam verboten. Aber das Problem ist, es widerspricht sich, wenn ich diese Menschen angehe, beleidige, fertig mache, weil das dann auch verboten ist innerhalb der Religion. Das heißt, ich darf keinen Menschen beleidigen oder verletzen, nur weil er jetzt so denkt oder so ist. Aber warum ist das denn überhaupt verboten? Also das finde ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht in Ordnung, wenn jemandem vermittelt wird, das, was du machst, das ist eine Sünde, obwohl man eigentlich schon so geboren wurde und diese sexuelle Orientierung eben hat. Ich kann das nicht nachempfinden, homosexuell zu sein. Ich bin nicht. Okay, sehr stark. Ja, gut. Das ist eine gute Antwort.
Man kann es auch über diesen Weg antworten. Nicht homosexuell. Das heißt, ich kann mich da nicht reinversetzen. Ja, aber ich ja auch nicht. Aber trotzdem finde ich das nicht in Ordnung irgendwie, dass es eine Religion gibt, die dir sagt, wie du deine Sexualität auszuleben hast, was etwas sehr Persönliches ist. Also dieses eine Religion kann dies nicht oder kann jenes nicht, das ist ein bisschen schwierig, weil er hatte gesagt, Leben, Religion gibt mir Leitfaden in mein Leben und Religion hebt ja diesen Wahrheitsanspruch und dass der Schöpfer dann eben für seine Geschöpfe entscheidet, was sie tun und lassen können. Natürlich, das ist die Natur der Sache, dass eine Religion Dinge vorgibt, wie man zu leben hat und nicht, weil die Religionen, die einen Ausgangspunkt haben, also die Weltreligionen, also die drei Religionen zumindest, dass es einen Schöpfer gibt und dieser Schöpfer eben über das, was er erschaffen hat, verwaltet, entscheidet, befugt, entscheiden und tun und lassen kann und vorschreiben kann. Gut, wenn dir das nicht passt, dann mach das einfach nicht und nicht frag, warum und dies und warum nicht dies. Im Auge der Religion bist du Eigentum des Schöpfers. Er hat dich erschaffen, du bist dein Eigentum. Du bist nicht dein eigener Eigentum. Du bist dein eigener Eigentum, wenn du nachweisen kannst, wenn du uns beweisen kannst, dass du dich selbst erschaffen hast. Wenn das nicht der Fall ist, bist du der Eigentum des Schöpfers, der dich erschaffen hat. Dann richtest du dich nach seinen Regeln. Und mir sagst du, die Natur ist dein Schöpfer. Dann hältst du dich an die Natur, an die Regeln der Natur. Das ist ganz einfach. Dann kann das einschalten. Oder du sagst, ich bin mein eigener Schöpfer. Ich bin der, der mich selbst gemacht hat. Ich bin so, wie ich bin, weil ich mich so gemacht habe. Dementsprechend, dann kannst du so argumentieren. Die Religion an sich ist ja eine Religion mit Vorgaben. Das heißt zum Beispiel, der Islam sagt, Homosexualität auszuleben ist verboten. Es gibt auch andere Verbote, wie zum Beispiel das Trinken von Alkohol und so weiter. Aber das muss ja einen Sinn haben. Aber wenn man so geboren wurde als Homosexueller. Nein, muss es eben nicht haben. Ich kann mit meinem Eigentum ja machen, was ich möchte. Ich kann Programm schreiben und diesem Programm so programmen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt die Fähigkeit hätte, Dinge zu erschaffen, ist es mein Eigentum. Ich kann dem sagen, du bist meins, du sollst machen, was ich möchte. Das ist das, was du eben nicht versteht. Entweder, wie der Islam sagt, du sollst dich unterwerfen, ergeben, dann ergibst du dich das, ohne zu fragen, weil du nicht Eigentum deiner selbst bist. Oder aus ihrem Ausgangspunkt heraus, dass sie sagt, nein, ich bin mein eigener Eigentum, ich bin ich selbst und ich darf dann über mich selbst entscheiden. Dann ist die Frage eigentlich geklärt. Dann kannst du ja nicht zum Eigentümer hingehen und sagen, warum machst du dies oder jenes mit deinem Eigentum? Wo ist der Sinn davon? Erst recht, wenn er dich gemacht hat, du existierst ja durch ihn. Aber gut. Das ist eine andere Sache, das kann ich ja nicht nachempfinden. Ich selbst kann es nicht nachempfinden, warum das so ist, wie das so ist und so weiter. Es gibt auf jeden Fall strikte Verbote da und das ist ja nicht nur der Islam. Also ich finde es immer schade, dass der Islam immer als Vorzeigebeispiel hier gegen Homosexualität und so weiter, wobei die anderen Religionen genauso sind, nur es nicht, vielleicht nicht sich so trauen auszusprechen. Es ist Fakt. Also wenn man einen Juden oder einen Christen fragt, einen katholischen Christen oder einen Juden. Ne, diese Kommentare lese ich nicht mit. Viele Kirchenmitglieder haben sich aber mittlerweile vom alten Sündendenken verabschiedet und erkennen gleichliche. Aber es ändert ja, dass irgendwelche Leute später was gemacht haben, ändert ja nichts an der Religion in ihrem Ursprung. Wenn man die fragt, dann werden sie sagen, ja, bei uns in der Religion ist das verboten. Dort wird das aber jetzt nicht so angeprangert wie jetzt im Islam. Weil wir trotzdem, die Aufklärung hatten. Wie bitte? Weil wir hier eine Aufklärung hatten. Das haben wir leider in der islamischen Welt nicht. Aber es ist doch immer noch verboten. Im Christentum ist das mehr so, dass es keine bestimmte Instanz gibt, die dir vorgibt, wie du das zu interpretieren hast. Im Islam haben wir diese sunnitischen Rechtsschulen zum Beispiel oder die schiitische Rechtslehre und von oben wird sozusagen den Menschen vermittelt, was verboten ist oder nicht. Genau. Und ich habe den Eindruck, sowie durch die Aufklärung vor allem in Europa, ist das Christentum vor allem mehr eine persönliche Religion geworden, wo jeder dann selbst für sich entscheidet, wie er es versteht oder nicht. Wir sind ja eben heute in dieser Moderne, weil wir das so kritisiert haben, weil wir uns selbst hinterfragt haben und weil wir es immer weiterentwickelt haben, weil wir eine Säkularisierung vorangetrieben haben. Und das ist der Grund, warum ich heutzutage mit meinem Freund leben darf. Wenn ich das einfach so akzeptiert hätte und gesagt hätte, okay, man darf jetzt nicht respektlos. Also glaubst du, du bist jetzt ein besserer Mensch als die vor 100 Jahren? Du bist mit einer besseren Moral, mit einer besseren Verständnis vom Leben? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du das von dir behauptest, dann ist das falsch, finde ich. Weil das ist respektlos gegenüber unseren Urgroßvätern und so aber weiter. Aber so kann man ja auch kein Land entwickeln, wenn wir immer behaupten, nur weil sie so früher gedacht haben, können wir das nicht kritisieren. Nee, wir können ja die guten Sachen von damals mitnehmen. Ich finde schon, dass wenn in der Vergangenheit wurden Menschen verfolgt, da sind üble Dinge passiert aus Gesellschaften heraus. Und heute passieren auch üble Dinge, ob die Dinge, heute passieren vielleicht andere üble Dinge. Sklaven gab es damals, heute gibt es was anderes. Kann ich ja gar nicht. Ja, aber ich finde schon, dass man aus der Vergangenheit lernen kann sowieso und Fortschritte machen kann. Und dementsprechend musst du aber auch irgendwo Fehler in der Vergangenheit kritisieren. Amerika wäre für mich vor 100 Jahren kein gutes Land gewesen. Und heute natürlich auch nicht. Wer so viel Kriege führt und unrechtmäßig Kriege geführt hat, natürlich auch nicht, oder nicht? Wenn es nach dieser Bewertung geht. Ja, aber man darf Dinge jetzt nicht einfach durch einen Einzelfall oder durch bestimmte Sachen als in der Gänze beurteilen. So, das passiert ja gerade. Da gibt es die und die Sachen, die ich schlecht finde, also ist es im Ganzen schlecht. Ja gut,
Amerika war damals, hat böse Sachen gemacht und heute natürlich auch und wir kriegen wahrscheinlich viel mehr mit, als was damals passiert ist. Gut, dann bewerte ich mal, dass ganz Amerika schlecht ist, was auch natürlich irrsinnig ist. Und heute ist es immer noch nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass es schlecht ist im Islam oder woanders. Easy peasy, aber es ist auf jeden Fall besser geworden und ich würde es auf jeden Fall kritisieren. Dieses Land hier wäre vor 100 Jahren auch nicht easy für mich gewesen. Mhm. Heute ist es... Ich verstehe nicht, was ist der denn? Ist er Moderator oder ist er auf ihrer Seite? Bruder Herz, wo bist du? Was ist dein Job genau? Moderierst du oder? Das ist kein Moderieren. Wirklich easy. Mhm. Und das ist mal so ein positives Beispiel, wo ich schon sagen würde, die Gesellschaft damals hat... Also sie haut viel Input rein, der Islam verarbeiten muss. Dann kommt er und haut noch mehr Input, um zu bestätigen, was sie sagt, was Islam wiederum verarbeiten muss. Und sie kommt dann wieder mit einer neuen Sache, die Islam dann wieder verarbeiten muss. Dann muss er auf das, was sie zuerst gesagt hat, dann sein Input, was er noch hinzugefügt hat, antworten und auf das Neue, was später noch dazukommt. Super. Hatte noch viel Potenzial. Ich sage nicht, dass das schlechte Menschen sind, aber die hatte viel Potenzial. Wir sind jetzt aber sehr auf einem Thema hängen geblieben. Mhm. Ich würde dich gerne, weil ihr seid ja auch heute hier, um eure persönliche Geschichte so ein bisschen zu teilen. Ich würde dich gerne fragen, warum bist du denn konkret ausgetreten? Ja, schau mal, Islam hat nicht zu Ende gesprochen. Jetzt, ihr müsst einfach diese Struktur sehen. Jetzt darf sie wieder reden. Also sie hat geredet, Input. Islam hat auch nicht ganz darauf geantwortet. Er hat nur eine Gegenfrage gestellt. Dann hat er nochmal wieder Input gegeben. Islam hat, er verarbeitet das noch alles. Jetzt kriegt er wieder Input. Die Frau redet wieder nochmal. Das ist für mich ungerecht. Ganz einfach. Wie kam es dazu? Gab es da einen Auslöser? Oder hast du dir irgendwie über Jahre einen Plan gemacht und dann gesagt, okay, an Tag XY ist dann Schluss? Ja, also es gab jetzt wirklich keinen bestimmten Tag, wo ich dann entschieden habe, ich werde den Islam verlassen. Es ging wirklich mehr darum, ich muss meine Sexualität unterdrücken oder einen Mann heiraten und am besten für immer mit ihm zusammenbleiben, weil das auch irgendwo Haib, das heißt verpönt, ist, mich scheiden zu lassen. Aber Haib ist nicht Haram, das ist auch so eine Sache, falls es bei euch Haib ist. Aber es ist nicht Aib, sich zu scheiden, das ist nicht. Aber falls man dir das jetzt, die Schiiten, ich weiß nicht, wie es bei den Schiiten ist, oder vielleicht irgendwelche bestimmten Schiiten das sagen, ist Aib immer noch nicht verboten. Es ist eigentlich nicht Aib, aber nehmen wir an, das ist Aib. Es ist trotzdem nicht verboten. Die Religion darf irgendwie nicht kritisiert werden, weil sie eben so heilig ist, sie ist unfehlbar und perfekt. Und da sie so, weil die Regelung... Ich glaube, die Menschen, die in bestimmten Sekten aufwachsen, die keine Antworten, auch die in der Wahhabi und Salafi etc. aufwachsen, die haben viele Fragezeichen im Kopf. Vieles wird nicht beantwortet. Und dadurch überlässt man diese Menschen sich selbst und deine Nefs und Shaitan und alles andere. Und dann wird wild gepuzzelt und wild mit eigenen Erfahrungen und so weiter irgendein Urteil gepuzzelt, ein neues Bild gepuzzelt. Und das ist dann der neue Blickwinkel, den man dann hat. Ne? Das ist ein bisschen gefährlich, was hier gerade passiert. Ich sehe bisher in den ersten 10 Minuten ein Mix von Problemen. So unfehlbar ist, da kann man auch nicht viel diskutieren. Und zum Beispiel, ich darf einem Mann nicht näher kommen. Ich würde immer irgendwie als... Ein Mann darf dir auch nicht näher kommen, ein fremder Mann. Das hättest du auch sagen können zum Beispiel. Etwas gesehen, was beschützt werden muss. Das heißt, wenn ich nachts rausgehe, ist das nicht in Ordnung. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist so eine große Hürde, so eine große Last, immer alle... Also ich wette, dass es viele deutsche und nicht-muslimische Familien auch ein Problem haben, wenn die Töchter oder auch Jungs nachts rausgehen. Das sagt doch nichts aus. Wo ist das Problem? Es gibt viele Eltern, die ihren Kindern nachts nicht rausgehen. Es hat ja nichts mit Verbot als Sünde zu tun. Eine erwachsene muslimische Frau, wenn sie rausgeht nachts und sie das vorher mit ihrem Mann besprochen hat, wie man das üblicherweise macht, und ein Mann sollte auch möglichst mit seiner Frau das besprechen. Das ist ein ganz normales, alltägliche Ding. Man spricht sowas vorher ab, bevor man rausgeht. Und wenn man jünger ist und bei seinen Eltern lebt, dann kann man sich ruhig an die Regeln seiner Eltern halten und dass sie sich Sorgen machen, wenn man das... Also, wieso sieht man das nicht von der Seite? Wieso immer so eingeschränkt? Naja. Einige persönliche Komplexe auf jeden Fall. Regeln zu befolgen. Ich habe das Gefühl, mir wird die Fähigkeit abgesprochen zu denken. Das heißt, mir wird die Fähigkeit abgesprochen, selber abzuwägen. Das kann stimmen. Viele Sekten machen das, dass sie den Menschen das Denken verbieten und das Fragen, Hinterfragen verbieten. Das darf eigentlich nicht sein. Da gehe ich mit, das stimmt. Das kommt ja noch oben drauf. Selbstzufrieden zu sein. Darfst du? Naja, aber es wird gesagt, man darf nicht so viele Beziehungen haben, man soll heiraten, weil wenn ich sonst so viele Beziehungen habe, dann bin ich dann ganz unglücklich. Nein, mach aber das ja. Aber das gehört mal, ja zum Leben dazu. Nein, mach doch Beziehungen. Also du darfst manchmal Beziehungen verändert haben. Man sich auch. Manchmal verändert man sich persönlich, dann passt es dann doch irgendwie nicht mit dem Partner und man muss
ich finde, das ist eigentlich das Leben. Aber sie stellt hier Sachen in den Raum, die gar nicht stimmen. Also wer behauptet das? Du behauptest, du bist die Einzige, die das behauptet. Du sagst, die Religion sagt das. Das sagt die Religion aber gar nicht. Es gab viele Menschen, die 20 Ehen schon hatten und 30 Kennenlernphasen schon hatten. Ich weiß nicht, was da los ist. Sich selbst zu entdecken und herauszufinden, was man wirklich möchte. Ganz kurz, weil man verändert sich ja auch immer. Du darfst Beziehungen haben. Also du kannst Beziehungen, wir leben ja auch in Deutschland. Selbst wenn du in einem islamischen Land bist, wenn du so lange das alles natürlich im islamischen Land, musst du das wahrscheinlich privat halten. Es geht um den Islam, es geht nicht darum, was das Land mir vorschreibt. Warum willst du die Religion ändern, wenn du selbst doch sowieso frei bist? Ich ändere sie nicht, ich hinterfrage sie, weil eine Religion von Gott gegeben ist. Die reden so extrem aneinander vorbei. Sie reden aneinander vorbei. Du kannst doch machen, was du willst. Keiner zwingt dich dazu, Muslim zu sein. Es geht doch hier darum, zu erklären, warum ich aus dem Islam ausgetreten bin. Und das sind ich bin doch glücklich, dass diese Regeln. Du bist unglücklich, aber warum willst du jetzt. Ja, Islam muss ein bisschen runter. Ein bisschen überreagiert, sehe ich. Man muss ruhig bleiben und einfach verarbeiten, was sie sagt und sagen, schau mal, du baust auf etwas auf, was nicht existiert. Du hast dir eine Illusion gemacht und darauf aufbauend kritisierst du. Aber dieser Boden, das ist nicht reell. Du kritisierst eine Sache, die nicht wahr ist. Jetzt meine Religion, mit der ich glücklich bin, ändern für mich. Ich ändere sie nicht, das habe ich auch nie gesagt. Du sagst ja, du willst das ja kritisieren, du willst, dass man sich da, dass man Reform und hat, aber ich möchte das ja nicht. Ich als Muslim und ich spreche von. Sie spricht nicht von Reformen. Sie sagt, aus diesem Grund habe ich den Islam verlassen. Kannst du ja auch so leben, wie du möchtest. Muslime auf der ganzen Welt, die sagen, ey, wir sind mega glücklich damit. Und dann gibt es bestimmt ein paar, die sagen so und so. Ich bin voll zufrieden damit. Und deswegen sehe ich das als einen Angriff von wegen auf mein Verständnis sowieso, aber auch Verständnis allgemein des Islams, dass man glaubt, ey, das und das muss geändert werden. Ich bin doch glücklich. Warum kommt jetzt jemand von außen? Ja, dann leb doch so, wie du möchtest. Aber ja, ich rede gerade, was mich daran gestört hat. Genau, sie redet über das, was sie gestört hat. Man kann sich doch sagen. Deshalb hätte es da ruhiger bleiben müssen. Lass sie doch reden. Weiß nicht. Vielleicht hat sie gedacht, dass Bananen im Islam haram sind und sie mag Bananen. Keine Ahnung. Vielleicht hat irgendeiner, ein Erwachsener, wo sie Kind war, einen Witz gemacht und sie hat das dann geglaubt. Dass man sie dann halt aufklären darf. Hör doch einfach zu. Ich hätte in diesem Moment einfach nur zugehört. Lass sie doch ausreden. Einfach zu Ende hören. Was ist denn ihr Problem? Ja. Man muss nicht sagen, das ist ja kein Angriff. Warum ich ausgetreten bin, darum geht es ja auch hier. Und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass diese Regeln, die so festgeschrieben sind, die auch für mich keinen Sinn machen, dass sie von einer perfekten Religion kommen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich zum Beispiel... Sie hat recht. Wenn das, was sie gesagt hat, alles aus unserer Religion kommen sollte, dann ist sie natürlich widersprüchlich. Da hat sie recht. Aber das muss erstmal stimmen, was du sagst. Ich will das Kopftuch ablegen und die ganze Religion verlasse erst, wenn ich dann ausziehe, weil dann bin ich wirklich frei und ich kann mich dann selbstständig damit befassen und meine Lebensweise so gestalten und ein bisschen ausprobieren, was ich möchte. Okay, das heißt, du bist ausgezogen und damit dann auch Religions-Mic-Drop, ich bin raus, kein Kopftuch, keine Regeln mehr. Genau, als ich dann in meinem Studienort angekommen bin, habe ich das Kopftuch abgelegt, war dann auch das erste Mal nicht halal essen und... Freiheit! Currywurst. Ich habe mir dann Tinder installiert, um zu daten, genau am selben Tag. Und ich habe auch meinen Freund kennengelernt, mit dem ich seit 3,5 Jahren zusammen bin. Mit dem ich seit... Sie tut mir leid. Also, einmal kurz Stopp. Sie tut mir wirklich leid. Also, ich möchte sie nicht persönlich angreifen. Ich glaube ihr wirklich, dass sie diese Erfahrung gemacht hat. Ich glaube ihr das wirklich. Ich glaube nicht, dass sie lügt. Weil das, was sie sagt, gibt es tatsächlich in einigen muslimischen Kreisen oder schiitischen erst recht. Auch einigen sunnitischen oder vielen sunnitischen tatsächlich. Sie lügt nicht. Sie tut mir einfach leid. Ja, man hat sie nicht abgeholt, ne? Viele Fragen im Kopf, keine Antworten, viele Widersprüche. Keiner hat sie abgeholt, keiner hat aufgeklärt. Sie hat keine Alternative gesehen. Versuch es zu Abi Messer, so zu mein Sibili, ne? Ja. Seit 2 Jahren lebe. Okay. Und wir planen auch wirklich unsere Zukunft zusammen. Und ich finde, das ist wirklich etwas sehr Schönes. Und was ich toll finde, ist, dass man nicht direkt heiraten muss, weil dieses Heiraten, man ist dann sofort gebunden und man macht sich auch meiner Meinung nach auch sofort abhängig. Eines Tages, wenn es zwischen mir und meinem Freund nicht funktioniert, ich könnte dann mit ihm darüber diskutieren und so weiter, wenn wir irgendwann... Also auch das Thema Heiraten hat sie nicht verstanden. Auch in einer Beziehung bist du gebunden. Ob du verheiratet bist oder ob du eine Beziehung hast, am Ende müssen wir sagen, wie heiraten wir denn? Das sind drei Wörter, die wir sagen und fertig. Aber auch als Beziehung, solange im Islam dreht sich das ja nicht darum. Deshalb anerkennt ja der Islam zum Beispiel die Ehen anderer. Die müssen nicht nochmal heiraten, wenn sie konvertieren. Weil solange du mit einem Menschen zusammengekommen bist, entstehen Rechte und Pflichten und viele Pflichten sich gegenseitig. Ja, dazu gehört das gemeinsame Plan und so weiter. Ich würde jetzt nicht unterscheiden zwischen Ehe oder eine Beziehung. Wenn man da einen Unterschied macht, ich weiß nicht. Schon gefährlich, dieser Ansatz. Dazu kommen, dass es nicht mehr passt, dann ist es einfach
so eine Beziehung zu verlassen. Nur zur Korrektur, also für diejenigen, die jetzt gerade glauben, dass das so ist, im Islam ist es nicht verboten, für eine Frau sich scheiden zu lassen, im Gegenteil. Meine Frau kann sich nicht scheiden lassen, es muss der Mann immer einverstanden sein. Nein, das stimmt gar nicht, ich weiß gar nicht, woher du das hast, das stimmt einfach nicht, Islam, das ist Fakt. Das ist doch meiner Verwandten passiert. Ja, das ist deiner Verwandten passiert, aber es ist nicht Islam, das ist ein Riesenunterschied, deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man das gerade... Aber wer gibt denn den Islam vor? Du behauptest jetzt deine spezifische Interpretation, das wäre die wahre. Das ist nicht meine spezifische, das ist die Interpretation überhaupt allgemein im Islam. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Zeit des Propheten sich umschaut, dann wird man sehen, dass der Prophet zu der Zeit und der Islam überhaupt die einzige Religion ist bis heute, die ganz offen damals überhaupt der Frau das Recht gegeben hat, sich scheiden zu lassen. Das darf man also, deswegen, ich finde, das ist eine riesen Fehlinformation, die man ihr weitergibt, wenn man sagt, eine Frau darf sich nicht scheiden lassen. Ich kenne genügend Familien, wo Frauen sich haben scheiden lassen. Aber ich bin jetzt hier in der Runde der Einzige, der vielleicht Freunde hat, die muslimisch sind, aber jetzt selber, ich habe noch nie den Koran gelesen, ich kann das jetzt gar nicht bewerten, was ihr sagt. Ich kann nur feststellen, dass es da sehr verschiedene Meinungen gibt. Und das habe ich aber in meinem Leben auch häufiger schon festgestellt, dass die Auslegung, wie dolle oder weniger dolle du das Ganze siehst und wo jetzt genau... Das ist wiederum Blödsinn. Das ist wieder dieses, man möchte die Menschen dahin lenken oder so, dass jeder sich selbst interpretieren kann. Das ist Blödsinn. Ich meine, wenn man etwas moderiert, dann moderier bitte zu Themen, womit du dich auskennst oder informier dich doch ein bisschen vorher. Naja. Genau, richtig und falsch liegt, dass das ähnlich wie in anderen Religionen auch, aber besonders im Islam fällt es mir auf, das geht schon auseinander. Also Interpretationen sind oftmals sehr verschieden. Geschichten wie die von Zainabs Familie, das hört man halt sehr häufig. Dass dann genau. Nein, nicht hört man sehr häufig, ja, es wird, aber es wird hervorgehoben. Das ist es einfach. Und dann ist das Normale, das ist das Problem. Schlimme Dinge passieren, dass dann Verfolgungen stattfinden, Ausgrenzungen aus Familien und da würde es mich interessieren, wie kann es denn dazu kommen, dass wenn es eigentlich die eine Religion ist, so wie du sagst, warum dann so viele verschiedene Versionen davon? Also ich selber zum Beispiel habe eine Cousine, sie lebt in Jordanien, hat sich vor mehreren Jahren scheiden lassen, mit einem Kind. Problemlos, alles gut, alles ganz normal passiert. Das heißt, Scheidungen für Frauen im Islam, das ist eines der höchsten Rechte, die Frauen überhaupt besitzen. Und jetzt zu behaupten, ja, im Islam darf man sich nicht scheiden lassen, das ist wahrscheinlich irgendwas Kulturelles, Traditionelles, das kommt von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt manche Länder, die das dann so handhaben, andere so. Und das ist in vielen Belangen leider so. Und wie zum Beispiel das mit dem Ehrenmord. Ganz oft wird Ehrenmord mit dem Islam verbunden. Es gibt vielleicht einige Idioten unter den Muslimen, die tatsächlich glauben, dass man die Ehre beschützen müsse und was auch immer. Aber mit dem Mord begeht man eines der größten Sinn im Islam selbst und auch noch von der eigenen Familie. Das heißt, Ehrenmord hat an sich nichts mit dem Islam zu tun, aber leider haben das dann vielleicht der eine oder andere falsch abgeleitet. Das kann passieren, ne? Dass sie es falsch abgeleitet haben, dass sie glauben, ey, das ist doch so im Islam und wir müssen das so durchsetzen, das ist Ehre und keine Ahnung was. Also, und solche Sachen, die sind dann eher kulturell bedingt als religiös. Wir finden gar keine Grundlage dafür, dass da steht, eine Frau darf sich nicht scheiden lassen, wenn und was auch immer. Das stimmt einfach nicht. Ich möchte etwas dazu sagen. Also es gibt unterschiedliche Auslegungen im Islam und das ist ja eben das Problem, wenn ich etwas kritisiere. Gut. Die Frage, die sich hier stellt, gab es keine einzige Auslegung, die du als richtig empfunden hast? Also waren alle Auslegungen, wenn du so meinst, dass es so viele sind, hast du nichts unter diesen Auslegungen gefunden, die für dich vielleicht passen könnte? Also war es wirklich notwendig, dass du den Islam verlassen musst? Das ist die Frage. Also anscheinend weißt du ja so, dass es viele Auslegungen gibt und nicht so weiter. Also ist es wirklich so? Keine einzige Auslegung? Es war für dich, mir geht es ja nicht um einen Gottesglauben an sich. Jeder ist frei, er kann an Gott glauben, wie er möchte. Sondern mir geht es eben um diese Freiheitseinschränkungen. Wir haben Interpretationen, die behaupten, Homosexualität wäre in Ordnung. Frauen sind frei, sollen sich nicht bedecken und so weiter. Bis Interpretationen zu, Frauen dürfen nicht das Haus verlassen. Das gibt es tatsächlich bei der Taliban. Also ich glaube, es wird heute sehr schwer sein, die Grundstruktur wirklich final zu klären, wie jetzt diese Religion aufgebaut ist und wer da jetzt wie, wo seine Punkte hat. Ich möchte die Zuschauer bitten, wenn ihr diese Diskussion...